Hallo, liebe Debattierfreunde, hier in den heiligen Heilen der Kolossae. Ja, viel zu tun. Ja, hallo. Für einen Trank begeistern? Das könnt ihr Tränke in der Tat. Zu benutzen ist kein Zeichen von Schwäche. Das wissen alle Kolossae. Nee, ich trinke nebenbei auch Eistee, das ist keine Schwäche, das ist ein wunderbarer Genuss. Okay, verkaufte Gegenstände haben wir hier auch schon. Wir haben der Alten schon was verkauft und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, infiziert das Zeug, das verkaufen wir jetzt erstmal alles. Hier das Grüne, erquickende Hammer, das ist alles ganz toll. Das Weiße natürlich auch, das können wir alles mal loswerden, dann haben wir ein bisschen Platz. Ursprünglicher Großhammer, Roben der Konservierung. Wir gehen gleich auf lila Klamotten, einfach nur der Einfachheit halber oder vielleicht gelb, ich weiß es nicht. So. Meine Tränke heilen alle Wunden. Das ist ja traumhaft. Gut zu wissen. Waffen, primär. Haben wir momentan Sturmwind aktiviert als primäre Waffe mit 37 Schaden. Hier haben wir so 58. Was ist das denn? Geschwindigkeit mittel. Sturmwind ist sogar nur langsam. Das ist natürlich angenehm. Hier haben wir noch Giftbiss, aber Giftbiss ist tatsächlich, Makaira hat was? Betäubungsdauer ist natürlich geil. Wir haben ja Betäubung durch den Blitz quasi. Das wäre gut, wenn sich das ergänzt. Dann haben wir 10% mehr Betäubungsdauer und haben Schaden gegen Kolossae, hätten wir vorhin brauchen können. Also in der letzten Folge meine ich, Entschuldigung. Blitzstab haben wir 76. Was sehe ich denn da? Statt Sturmwind könnten wir tatsächlich den Blitzstab benutzen. Geschwindigkeit langsam. Das war auch langsam, aber dafür 76. Dann bleiben wir mal beim Blitzstab, oder? Naros-Zahn ist ja alles schön und gut. Stab des Halbdunkels. Die blauen Klamotten können wir ja verkaufen. Die brauchen wir nicht zwingend. Die Lidernen würde ich gerne einfach so aus Prinzip behalten. Schädelspalter macht 70 Schaden. Da haben wir hier keine Alternative außer den sehr langsamen Hammer. Den können wir aber auch verkaufen. Okay. Also behalten wir Schädelspalter. Was mache ich denn hier? Ich will doch Rüstung. Verdammt, mach doch mal Rüstung. So, Kapuze, haben wir nur da. Sexy Unterwäsche. Stahlstulpen, 27, haben wir 57. Stahlstulpen haben wir mit Gemme der Erhabenheit plus 10% Rüstung. Da haben wir hier 57 Rüstung plus 18 Rüstung. Nehmen wir natürlich die. Sieht auch schnieke aus. Dann haben wir einen Gemaschen, haben wir momentan des Läufers noch. 11 Rüstung, 5 Volltrefferschaden, pipapo. Haben wir hier, aber dazu brauchen wir Raffinesse. Okay. Gamasche des Zorns, für beide brauchen wir 18 Raffinesse, können wir uns gar nicht leisten. Können wir die gelben eigentlich verkaufen? Wir können die lila eigentlich auch verkaufen, sind wir mal ganz ehrlich. So, die Wahrheit blockt 7 Schaden, das hier blockt 24 Schaden. Minus 15% Mana-Kosten. Also haben wir auch einen neuen Schild und die Wahrheit brauchen wir einfach nicht mehr. Die Karte der Wahrheit ist mit einer Zeile in Alt-Dwergisch versehen. Huch. Jene, die Wahrheit sagen, werden sterben. Jene, die Wahrheit sagen, werden ewig leben. Was? Ja, das ist natürlich toll. Naja, ich habe Tränke im Angebot. Das ist ja fantastisch. So, ich bin nur am Verkauf interessiert und eigentlich haben wir das Klammerns. Giftbiss, Sturmwind, Naros-Zahn, die Wahrheit, die Stahlstulpen brauchen wir dann auch nicht mehr. Wackerer Ring brauchen wir dann auch nicht mehr. 49 von 80 wird reichen. Die lilanen Sachen tue ich dann tatsächlich erstmal in unsere Truhe, auch wenn die natürlich viel Gold bringen. 122.000, geil. Auch wenn die viel Gold bringen, aber ich glaube, da möchte ich die Unique-Items, ne, dass wir die mal ein bisschen behalten. Litaneien Athene, Litaneien Ynadon. Ach, sieh an. Ach, das sind die Litaneien, natürlich. Die können wir gar nicht lesen. Die können wir benutzen. Berufene, sehr viele Tränke. Warte, ich mach nochmal ganz kurz den hier. Haben wir denn noch Rechnungen oder sowas? Irgendeinen überflüssigen Tant, den wir nicht mehr brauchen? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Brief haben wir momentan tatsächlich nicht. Okay. Na gut. Passt auf euch auf da draußen, Berufene. Das mache ich auf jeden Fall. Und schon verlassen wir den Marktplatz und gehen endlich in Richtung Kanalisation. Es sei denn, wir finden jetzt womöglich noch irgendwas anderes. Hier ist sie auch schon. Die Kanalisation. Zack, und wir gehen hinab. Huch. Hier wohnen ja auch wieder Leute. Wer ist denn dies? Hallo, Dilios. Ah, die Berufene hat das Licht der Götter in diese dunklen Hallen gebracht. Was kann ich für euch tun?
mir zum Beispiel nicht euren Arsch zudrehen. Wer seid ihr? Steinmetze wie ich werden gebraucht, um die Schäden zu reparieren, die entstanden, als die Stadt dem Land entrissen wurde. Aber wir haben auch anstrengendere Aufgaben. Pagus Rattenmani zu ertragen zum Beispiel. Wer ist denn Pagus? Erzählt. Ein geschickter Steinmetz. So viel steht fest. Aber er ist recht pingelig. Vor allem, wenn es um Sauberkeit geht. Als er von den Ratten in der Kanalisation hörte, war es, als würde er in einen heiligen Krieg ziehen. Mhm, die Rattenplage? Wisst ihr da was drüber? Sicher, wir haben einige beherrschbare Plagen. Aber Pagus tut so, als wären diese Biester Niskaru. Er war so davon besessen, sie auszurotten, dass er gebeten wurde, Urlaub zu nehmen. Oh. Einen langen Urlaub. Oha. Okay, vielleicht treffen wir da ja noch auf die hin. Erzählt mal was hier über die Kanalisation. Wir haben ein riesiges Netz unterirdischer Wege gebaut, die alle Kolossai benutzen können. Ein Wunder der modernen Baukunst. Naja. Es gibt ebenso viele Wege unter der Stadt, wie es in Idyller Straßen gibt. Also nicht ganz so sehr viele. Die Oberfläche der Stadt erstrahlt wie die Sonne. Ein Anblick, der selbst den Göttern würdig ist. Aber auch unsere Kanalisation ist eine architektonische Meisterleistung. Die Schächte sind lang und verbinden alle Teile der Stadt miteinander. Wir haben ja auch überall Gullidecke gesehen. Die Jotun dachten offenbar, wir sind geschickte Steinmetze, weil wir selbst aussehen wie Stein. Aber ich habe nie viel auf ihr Urteilsvermögen gegeben. Aber offenbar auf euer eigenes. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja, in euer Gesicht zum Beispiel. Er war ja nun nicht unhöflich, aber die sind alle so ein bisschen arrogant, habe ich das Gefühl. Ich sag's ja wieder und wieder, wer seid ihr denn? Falls ihr euch einmal ausruhen wollt, die Wohnquartiere stehen euch immer offen. Das ist sehr liebevoll, Elpis. Warum rauft ihr denn mit einem hübschen Sommerkleid hier unten herum? Seid ihr gekommen, um die Schächte zu erkunden? Ja. Sie sind frei zugänglich, aber etwas baufälliger, als sie sein sollten. Sehe ich da oben an der Decke. Oh, die erzählt sonst nix, okay. Die Stadt ist ein wunderbarer Ort. Aber diese Stollen sind wichtig, damit alles funktioniert, wie es sollte. Mächtige Zauber lassen die Stadt schweben, schwächen dabei aber den Stein. Diese Stollen sorgen dafür, dass die Energie ordnungsgemäß abgeleitet wird. Am besten in mich. Die Stadt oben ist makellos und wunderschön. Aber diese Stollen haben auch ihren Charme. Ja, makellos und wunderschön. Naja, das sind nur wir. Also ihr vor allem. Alles Gute, meine Liebe. Und vergesst nicht, solltet ihr verwundet werden, kommt zurück in die Wohnquartiere. Ja, gerne. Wir sind hier aber nicht in den Wohnquartieren, glaube ich. Oh, was ist das denn? Da ist was kaputt. Ich frage mich, ob es sich jemals lohnen wird, diese Dinger kaputt zu machen. Wahrscheinlich eher gar nicht. Oder mir entgeht wahrscheinlich die total geile, mega, ultra secret Waffe. Halt, da hinten haben wir noch eine Einschlagtafel. Gibt's da noch irgendwas zu holen? Nee, ne? So, sämtliche Aufträge wurden angenommen und das wahrscheinlich in einem Übermut von uns. So, folgendes. Wir machen jetzt mal ganz kurz Hamsterer. Da können wir hier mal ganz kurz Ptyrixe, Pipapo, da haben wir hier vermisste Vermesserin suchen, blinden Passagier finden und töten. Hier haben wir Elpis, hier haben wir Dilios und hier kommen wir raus. Kanalisationsleiter, okay. Ach du Heilige. Na, das sieht ja nice aus hier. Das sieht ja nice aus. Check den Scheiß aus. Ist voll rollenspielgerecht, wie ich das hier rüberbringe. Da steht noch eine Truhe. Die holen wir uns natürlich auch. Ein Blutfurz wartet wieder auf uns. Auch der wieder sehr rollenspielgerecht. Wir könnten jetzt natürlich hier direkt runterjumpen. Aber ich glaube, ich bevorzuge den indirekten Weg. Kommen die hier hoch? Nur mal so testweise.
Es ist ja lächerlich. Okay. Na gut, hier kommen wir wieder nach oben, wie es aussieht. Kanalisationsleiter, da kommen wir nach oben. Das heißt, wir springen jetzt da nach unten. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass man die von oben nicht erledigen kann. Aber hey. Wer bin ich schon, dass ich daran zweifeln möchte? Da sehe ich wieder Schriftrollen. Aber das Erste, was ich natürlich sehe... Na super. Out. Hey, ich hab ihn noch weggewirbelt. Jetzt wollte ich gerade wieder ausweichen, aber es geht einfach nicht. Oh, da haben wir ganz viele Eier. Lecker, lecker für ein Omelett. Ja, der kann natürlich sofort reagieren darauf, wenn ich ausweiche. Das sind aber super reaktionsgestellte Vögel. Dafür reiß ich euch die Eier aus dem Unterleib. Ach, die haben nur Gold dabei. Natürlich sind ja Vögel. Was sollen die auch mit Eiern? Oder Federn? Die haben einfach nur Gold dabei. Und hier schwebt die Stadt. Ich glaube aber, dass... Boah, so hoch über den Wolken vor allen Dingen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sage es immer wieder gerne. Ich werde es auch noch tausendmal wiederholen. Denn ich glaube einfach, wir haben damit auch recht. Schriftrollen, Memorandum. Das nehmen wir natürlich mal ganz kurz. Moment. Inventar, Gegenstände, Memorandum. Wo ist es denn? Arbeitsanweisung eines Steinmetztrupps. Die Steinmetzgesellschaft fordert hiermit eine Eskorte der Stadtwache an, die uns bei Wartungsarbeiten in der Kanalisation begleitet. Der blinde Passagier, wie er neuerdings von den Steinmetzen genannt wird, ist wieder in den oberen Ebenen aufgetaucht. Und so gerne wir auch Vergeltung für dessen Angriffe auf verschiedene Steinmetztrupps üben würden, so gibt es doch dringende bauliche Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen. Eine einzelne Einheit der Wache dürfte genügen, um den blinden Passagier zu vertreiben. Und vielleicht erachtet es der Primus ja eines Tages mal als angemessen, uns die Hilfe zu gewähren, die wir brauchen, um uns endgültig von ihm zu befreien. Anscheinend ist niemand gewillt, die Aufgabe von der städtischen Anschlagtafel zu übernehmen und den blinden Passagier zu beseitigen. Gut, wir sind ja da. Wir haben den Passagier auch schon auf der Agenda stehen. Hier steht noch ein Blutwurz, den holen wir uns natürlich auch. Oder auch nicht. Ah, jetzt wollte ich gerade ausweichen. Da hat er mich schon erwischt. Autsch. Du kleiner Kackvogel. Ach, ich dachte, ich erwische beide, aber leider. So, diesmal habe ich es aber geschafft, abzublocken. So, du hässlicher Kanarienvogel. Ich drehe dir den Schnabel auf links. Mann, Mann, Mann. So ein alter Krähenfuß hier. Hallo Leichnam. Fundamentbericht. Verloren in der Kanalisation. Können wir den Fundamentbericht eigentlich einsehen? Nur mal so aus Spaß. Gegenstände. Lalalala. Fundamentbericht. Sektor 1, solide Fundamente. Sektor 2, kleinere Undichtigkeiten, ansonsten stabil. Sektor 3, Rattenbefall, aber stabil. Sektor 4, solide Fundamente. Sektor 5, weitgehend freistehend und abgetrieben. Bitte was? Strukturelle Integrität gegeben. Sektor 6, kleinere Undichtigkeiten, ansonsten stabil. Sektor 7, solide Fundamente. Sektor 8, schwerer Wassereinbruch, Notablassung der Zisterne erforderlich. Sektor 9, Mauer völlig zerstört. Hinweise auf Elfen, aber keine zu sehen. Empfehle ein Einsatz von Steinmetzen, strukturelle Integrität gegeben. Tolle Aussicht. So, vielleicht sehen wir die Sektoren ja noch und es sieht mir so aus, als
Das hier sieht ja so aus wie der Abschnitt, wo wir neulich ja erst waren. Das hier ist die Kanalisation, na, das glaubst du ja selber nicht. So, da kommen wir offenbar nur hoch, nicht runter. Da geht's auch wieder hoch durch den Gullideckel. Ich weiß aber nicht genau, wohin. Hier ist wieder eine Anschlagtafel. Ich guck mal ganz kurz, wo wir hier hinkommen. Ins Theater. Da wollen wir aber nicht hin. Da waren wir schon. Finde ich aber interessant. Dass hier irgendwie alles verbunden scheint, finde ich ganz cool. Das mit den Leitern finde ich eher so, naja, zweckmäßig. Na, super. Boah, Alter. Ach, außerdem habe ich doch jetzt was anderes. Ach, das ist der blinde Passagier. Yeah. Der Stab ist super. Habe ich ja ganz vergessen, den einzusetzen. Der Stab ist super. So super. So schnell haben wir noch nie einen Troll erledigt. So, das war also der blinde Passagier. Also wie es scheint, kriegen wir die Aufgaben hier unten ganz gut gewuppt. Freue ich mich sehr. So, hier nehmen wir auch mal alles mit. Lasst uns... Ach, weißt du was? So, einfach mal was können. Und weil der Stab nicht ganz so lahmarschig ist. Was ist das denn hier? Ist das wieder so ein komisches... Ein westliches Steinmal. Die Frage ist nur, wo wir denn hinkommen. Ich würde es gerne nutzen, aber... Ich gehe hier erstmal zu Fuß weiter. Einfach, weil ich mich nicht teleportieren möchte. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann hinkomme. Öffnet euch. Ich finde die Türen immer noch geil. Und wir haben Elfen. Das waren zwei, was eine erstaunlich geringe Anzahl an Elfen ist für einen Elfenbefall. Ach krass. Die alten Übertreiber. Die Aussicht ist wirklich grandios, muss man mal sagen. Nichtsdestotrotz, da an der Ecke ist wieder was. Nichtsdestotrotz finde ich das alles ein bisschen... Weiß ich nicht, mit der Stadt in den Wolken und so. Aber habe ich ja schon tausendmal gesagt. So. Eine Brosche finden wir. Mhm. Fehlende Erbstücke. Hinten geht doch einer von den Kolossai. Warum räumt er nicht auf? Ich habe doch da gerade einen gesehen aus dem Augenwinkel. Warum macht der denn hier nichts, frage ich mich. Der steht ja nur rum. So, eine Litanei haben wir da gefunden. Da unten ist auch noch irgendwas Komisches. Wir quatschen aber erstmal den Typen hier an. Wer ist denn das? Irgendein Bewohner? Obwohl die Jotun uns in der Vergangenheit geschadet haben, wollen die Götter... dass wir Gnade walten lassen. Nein, nein, das war ich. Das waren nicht die Götter. Was machen die Bewohner hier unten? Warum hängen der Bewohner Kanalisation rum? Ich meine, ich bin selten in Kanalisation unterwegs, aber ich bin mir sicher, da hängen nicht so allzu viele Bewohner rum. Höchstens jene, die miettechnisch nicht so bewandert sind. Gemmenschleifaltar, okay. Will ich aber gerade nicht, ganz ehrlich. Da möchte ich lieber ein bisschen weiterkommen. Unsere jetzige Waffe gefällt mir ganz gut. Die Rüstung ist auch okay. Wir nehmen nicht mehr so viel Schaden. Ich frage mich, warum hier diese Einwohner rumlaufen. Ach, und hier ist dieser Transportstein, oder was? Obwohl die Jotun uns in der Vergangenheit geschadet haben, wollen die Götter, dass wir Gnade walten lassen.
Und wenn man schon die Sätze einsprechen lässt, nördliches Steinmal, dann würde ich doch auf jeden Fall darauf achten, dass zumindest, wenn die sowieso öfter von verschiedenen Sprechern eingesprochen werden, dass die zumindest mal was anderes sagen. Das wäre eigentlich ganz gut. Nutzen Fischfutterer. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Also einfach nur das Detail, dass es überhaupt geht. Was eigentlich völlig unnötig ist, aber es funktioniert einfach mal. Finde ich irgendwie geil. Wo geht's denn hier hin? Ins Lykaion. Okay, da waren wir ja schon. Da haben wir schon alles bewältigt. Das heißt, wir laufen hier einfach mal weiter. Wobei ich das Gefühl habe, dass hier könnte eine Sackgasse sein. Hallo, schöne Frau. Seid vorsichtig hier. Das werde ich sein, aber auch ihr, meine Liebe. Oh, sie scheint zu beten. Wie noch immer. Obwohl, naja, Ethene natürlich. So, und wir gehen mal einfach hier entlang. Weiter in den... Hallo? Ah, jetzt. Weiter in den nächsten Bereich der Kanalisation. Und ich sehe drei Hebel. Ein Rätsel wird auf uns warten. Und ich habe das Gefühl, wir werden noch einige Zeit hier unten verbringen. Das natürlich erst in der nächsten Folge. Es war doch klar. Naja, aber immerhin sind wir schon mal in der Kanalisation und es scheint ja interessant zu werden. Also ein paar Aufgaben haben wir gelöst und vor allen Dingen, das ist ja so ein Unterschied mit der neuen Waffe jetzt und ein bisschen bessere Rüstung. Es ist kaum zu glauben, es kommt mir vor, als wären wir vorher nackt rumgelaufen und ohne Waffe. Also das macht echt schon einen mega Unterschied. Wir werden auf jeden Fall rüstungstechnisch nochmal ein bisschen gucken, was wir da machen können. So in Zukunft zumindest und waffentechnisch sind wir ja jetzt mit dem neuen Stäbchen erstmal gut versiert. Zumal wir ja auch ein bisschen auf Stäbe geskillt haben. Das trifft sich da ganz hervorragend, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und naja, in der nächsten Folge nehmen wir die Kanalisation auseinander und schließen sie in Klammern hoffentlich dann auch gleichzeitig ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.